So, da wären wir wieder. Gucken wir uns hier unten dann mal in Ruhe um. Nirgendwo Knöpfe. Und wie kommen wir an den Schalter daran? Ah, da oben scheint eine Luke zu sein. Genauso wie hier fast überall auch. Das heißt, in den Raum kommen wir nur rein, wenn wir von oben an der richtigen Stelle runterspringen. Also ich nehme jetzt mal diese Karte und verschiebe sie nach links. Dann müsste die Fallgrube irgendwo da sein. Na gut, das versuche ich mal so vage im Hintergrund zu behalten. Oder ich mache es einfach so. Spring. Wenn das denn wirklich so 1:1 klappt. Oh, ich höre noch ein Legionär rumtrampeln. Aber nicht hier anscheinend. Na gut. Wand, kein Schalter, Wand, kein Schalter, Wand, kein Schalter, Wand, kein Schalter. Teleporter. Also ist hier doch ein Standard-Runterfallraum. Nur ein bisschen größer mit einem Secret. Hier sind auch nirgendwo Sachen an den Wänden. Nö. Die Leichen sind auch nur Deko. Na gut, dann war's das wohl hier unten. Guck mal, wo wir das Teleporter uns hinbringt. Das sieht nicht so aus wie unser Rätselraum. Nein! Nein, 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 nein! Da ist der Rätselraum. Wir sind jetzt vor dem Zahlenrätsel. Hoffentlich hat sich da irgendeine Abkürzung aufgetan. Also da geht's zurück. Und die Tür geht zu. Und ich habe mir die Zahlenfolge nicht aufgeschrieben, wie wir es letztes Mal geschafft haben. Weil wir am Ende einfach nur noch blind rumgelaufen sind und dann durch Zufall rausgekommen sind. Also ich habe nur die Zahlenfolge bis 8, 7, Knopfdrück, 4, 5. Und dann ging es irgendwie weiter. Na gut, ich probiere es nochmal. 8, 5, 2, 3, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 8. 7, Knopfdrück, 4, 5. So, und jetzt steht auf meinem Zettel nur noch, wir haben zur Auswahl 2, 6 und 8. Und alle drei habe ich durchgestrichen. Ich glaube, es war so, dass wir vorletzte Folge diese hier gegangen sind, bis hierher. Dann sind wir eine von den dreien gegangen und haben herausgefunden, oh, da ist ja doch eine Möglichkeit weiterzugehen. Aber ich weiß nicht mehr, welche Platte das war. Na gut, gucken wir mal kurz zu 8. 8 führt uns zurück zu 7. Führt uns zurück zu 4, führt zurück zu 5. Und ich kann wieder zu 8 gehen. Und wieder zu 7. Und wieder zu 4. Also kann ich hier im Kreis laufen. Das ist ja auch schön. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, also 8 können wir... Bin ich gerade 8 gegangen oder 2? Ich bin 8 gegangen. Also wenn wir hier lang gehen, laufen wir immer im Kreis. Das heißt, ich schreibe mir jetzt auf, 8 ist es nicht. Bei 8 mache ich mir jetzt so ein Kreissymbol mit einem Pfeil in der Mitte. Das heißt, 8 ist eine Schleife. So, 6. 6 sieht wie eine definitive Sackgasse aus. Also, da ist ein Porter, da ist ein blauer Porter und da ist ein blauer Porter. So also nicht. Also 8 ist eine Schleife, 6 ist eine Sackgasse, schreibe ich mir jetzt nochmal auf. Bleibt nur noch 2. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir in ein anderes Gebiet, denn gucke ich mir, wenn ich wieder Zeit habe, die Folge an, wo wir es gelöst haben und schreibe mir auf, wie wir gelaufen sind. So, 8, 7, Knopfdrück, 4, 5. Also da ist Schleife, da ist Sackgasse, gibt es nur noch 2. Und 2 ist auch definitiv eine Sackgasse. Ja, schönes Rätsel. Schön, dass wir es einmal gelöst haben. Raus hier. Also wie gesagt, später gehen wir zurück zu den Gedankengängen. Das heißt, ich mache dann entweder, schreibe ich es mir ab aus der vorletzten Folge oder... Ich mache das Ganze grafisch. Also ich nehme ein DIN A4-Papier, kariert und zeichne nach, wie wir gegangen sind.
und guck, ob es da irgendein Muster gibt. Vielleicht so ein bisschen wie Snakes, dass die Linien sich nicht oder nur selten überschneiden dürfen oder sonst irgendwas. Gut, wir haben jetzt noch Zeit und Flut. Wir hatten die Menagerie, also den Zoo. Und wir hatten, was war das letzte? Die Katakomben. Katakomben klingt gut. Das klingt nach Untoten. Die hatten wir ja gerade auch. Und die können wir schnell und einfach töten. Und ich höre schon Legionärsgeschepper. Ja, so lobe ich mir das. Okay. Hinterhalt. Ah, gut, die laufen weg. Der hat sich wegteleportiert. Die Sau ist weggelaufen. Ah! Ach, die kommen hinterher. Das ist ja richtig übel. Okay, wir haben gerade die Tür zu den Katakomben geöffnet. Und damit jetzt wahrscheinlich einen endlosen Strom an Untoten hier in den Hauptraum gebracht. Sind wir nicht stolz auf uns. Jetzt können die sich überall hier verbreiten und in jeden Teleporter springen, wie sie lustig sind. Und Licht ist auch noch aus. Ah, wo kommst du her? Geh weg, wir brauchen Licht. So. Feuerball. Feuerball macht super Licht. Ist auch keiner bei uns im Rücken? Nee. Gut, du bist schon mal tot. Wo war dein speerbewaffneter Kollege? Der ist hier auch reingesprungen. Da bist du. So, auch tot. Wir sollten jetzt schnell wieder zurück in die Katakomben, bevor hier noch mehr rauskommen. Das war der falsche. Das waren die Bestien. Katakomben. Mann, Mann, Mann. Gut, dass wir nicht in den Zoo gelaufen sind. Weil da wäre wahrscheinlich was Ähnliches passiert und wir hätten den ganzen Zoo plötzlich dann im Hauptraum. Zwei Schützen gleichzeitig. Wenn das mehr gleichzeitig werden, können die uns one-hitten, denke ich mal. Oh, 70 Schaden gerade, wenn ich es richtig gelesen habe. Komm. Busch, busch. Ja, es ist gut, dass wir manchmal weglaufen wollen. Sonst würden sie uns noch mehr Schaden verursachen. Shima hat ein Level-Up. Schön, ich höre auch kein Geklapper. Trotzdem gehen wir mal mit dem Rücken zum Teleporter, falls was passiert. So, Level-Up. Er will auf jeden Fall noch einen Punkt in Dodge, damit er nächste Stufe leichte Rüstung ohne Mali tragen kann. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Punkte über. Die könnten wir in... Ich höre Stiefelklapper. Drei Punkte über. Das heißt, die könnten wir in Dolche packen oder Assassination. Assassination klingt sehr praktisch. Vor allem auch später reduziert das die Rüstungsklasse vom Gegner und so weiter. Also sollten wir vielleicht mit Daggers ein bisschen Pause machen. Und mit Assassination weiter. Obwohl, mit 10 kriegen wir hier eine Sonderfertigkeit. Eine präzise Attacke, die doppelten Schaden verursacht. Ja, also Dagger sollten wir auf 10 bringen und danach können wir Assassination ausbauen. Also, Prioritätsliste. Nächstes Level Dodge auf 17, dann Dagger auf 10 und dann Assassination hoch. So. Und da ist so eine Wyvern, die wollen wir aber nicht. Wir wollen uns hier erstmal... Oh oh. Wir laufen weg, die laufen weg. War nicht schlecht. Oh, und wenn wir mit dem Zauber sie treffen, wird ihr Pfeilziehen unterbrochen. Das ist doch auch mal praktisch. Ja, so lernt man halt bei jedem Gegner so kleine Tricks, die das Überleben doch wesentlich einfacher machen. Ach ja, oh, die ganzen Pfeile nehmen wir ja gar nicht mit. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ah, hier noch mehr Getrippel. Ah, aber das ist ein... Genau, ein einzelner Legionär, der Arme. Tong, tong. Wahrscheinlich soll der uns nur ablenken für die Armee, die gleich in unseren Rücken fällt. Würde ich denen zutrauen. Ah, ja. Aber, soweit so gut, das ist eine gute Erfahrungsquelle. Was liegt denn da? Was zu essen? Hm, wo sind wir überhaupt? Gucken wir mal kurz darum.
hier irgendwo irgendwas? Nö. Alles leer. Oh, eine Notiz. Schön, schön. Rücken zum Teleporter. Dann können wir die Notiz lesen. Ah, und die ist lang. Okay, es schaut so aus, als wäre ich nicht der erste Gefangene, der durch diese altertümlichen Tunnel geht. Und ich werde bestimmt nicht der Letzte sein. Ah ne, und in dem Fall, dass ich der Letzte, nicht der Letzte sein sollte, habe ich angefangen, Notizen anzufertigen. Also habe ich angefangen, meine Gedanken und Entdeckungen aufzuschreiben. Auch wenn ich sicherlich hoffe, dass kein weiterer durch diese Gefahren gehen muss. Torum. Also ein netter Kerl, der sich schon Gedanken darüber macht, wer noch das durchleiden muss, was er durchleidet. Ah, ist doch schon mal nett. Und, das ist jetzt schon die dritte oder vierte Notiz von ihm. Stimmt, die können wir am Eingang liegen lassen, sonst müllen wir uns das Inventar voll. Das lässt wirklich hoffen, dass wir ihn auch irgendwann treffen. Und wenn nicht, dann finden wir wenigstens seine gut ausgerüstete Leiche. Denn er meint ja schon, dass er bessere Rüstung anhat als eine Lederrüstung. Und das kann keiner von uns sonst behaupten. Nö, wir haben eine bessere Schuhe. Die wir noch nicht tragen können. Hm, na gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich darauf tritt, passiert was Böses. Wenn ich darauf trete. Also machen wir das mal später. Anders können wir da aber auch nicht ran. Also ich hatte ja gehofft, ich könnte hier irgendwo durch und dann das weggreifen, aber na gut. Ein richtiger Schinken. Okay, Schinken von einer Buttelratte. Was denn wiederum nicht so lecker ist. Was hat das jetzt gemacht? Das ist immer irritiert, wenn es plötzlich Klick macht und dann keine Auswirkung. Also kein Gitter, das hochgeht oder keine Wände, die knatschen. Hat denn das Fleisch irgendwas? Ja, die Druckplatte war vorher ausgelöst durch das Fleisch. Das heißt, wir haben sie entlöst. Super Deutsch mal wieder. Hm, na gut, lassen wir das mal so und gucken weiter. Vielleicht ist hier irgendwo irgendwas dadurch... Oh oh. Hallo, Jungs. Winke, winke. Du machst bestimmt die Tür auf. Hm? Na gut, wir haben hier genug Platz zum Laufen. Das wäre nicht so das Problem. Also ja. Speichern wir mal ab. Überspeichern wir den. So, und... bin irgendwie immer schon Schlimmeres gewöhnt, also richtig paranoid geworden durch das Spiel. Ich hätte irgendwie gedacht, dass man drückt den Schalter und dann, wie erwartet, geht die Tür auf, die greifen einen an, aber dazu geht dann hier noch irgendwas auf oder fällt runter oder... Ja, aber schön. Das war machbar. Was machst du? Was habe ich gesagt? Genau sowas habe ich erwartet. Ein Secret und ein Beutel. Was haben wir denn im Beutel? Nochmal so eine Buddelratte als Schinken und zwei Heilkräuter und Handschuhe. Er hat Handschuhe mit plus 1. Hier sind Handschuhe mit plus 2. Und die plus 1er bekommt er. Noch irgendwas? Ein Knochenamulett? Haben wir davon nicht noch eins? Ja, jetzt haben wir schon zwei Knochenamulette. Hm. Na gut. Speichern wir nochmal ab und machen wir einen kleinen Cut. LP 022. Bis gleich.